Wir haben eine ganze Reihe hochaktueller Themen heute auf der Fraktionssitzung. Einmal Mali. Hier sollen ja zwei Anträge verabschiedet werden. Wir legen ja großen Wert darauf, dass wir eine Parlamentsarmee haben, dass es klar umrissen ist. Einmal geht es darum, eine Ausbildungsmission auf den Weg zu bringen mit einer Obergrenze von 180 Soldaten. Zunächst sind mal 80 vorgesehen, aber bis zu 180 Soldaten können entsandt werden zur Ausbildung der malischen Gruppen. Das Zweite ist Transport, Flüge und Betankung von Kampfjets. Hier ist vorgesehen, dass bis zu 150 Bundeswehrangehörige entsandt werden können. Es sind zwei unterschiedliche Themenkomplexe, deshalb auch zwei Mandate, die dann anstehen und darüber entschieden wird. Es wird sicherlich breiten Raum heute auch in der Fraktion in der Debatte einnehmen. Zweiter Punkt ist das Thema Stichwort Mindestlohn. Wir wissen, die SPD fordert einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Wir lehnen den ab. Wir werden natürlich mit unserem Koalitionspartner, wie bisher auch, im engen Gesprächskontakt bleiben über die Zusammenhänge. Aber auch die Union will dies nicht, einen allgemein flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn etablieren. Wir haben übrigens inzwischen in 13 Branchen Mindestlöhne. Wir haben in dieser Periode in 4 weiteren Bereichen, wenn ich es richtig im Kopf habe, Mindestlöhne eingeführt, in einem Bereich verlängert. Also da ist schon eine Menge geschehen. Es sind etwa 4 Millionen Beschäftigte, die in Regelung von Mindestlöhnen sich befinden. Und es wäre verkehrt, wenn man einheitlich quasi von München bis ländliche Regionen einen Mindestlohn festlegen würde. Es wäre ökonomischer Unsinn, würde auch den Betreffenden nicht helfen. Deshalb muss darüber nachgedacht werden, wie man andere vielleicht Leitplanken schaffen kann. Ich darf darauf hinweisen, wir haben schon ein breites Instrumentarium, das Tarifvertragsgesetz, das Arbeitnehmerentsendegesetz und das Mindestarbeitsbedingungsgesetz, mit denen wir schon Instrumente haben, in denen wir Gestaltung vornehmen können. Für uns bleibt wichtig, dass die Tarifautonomie gewahrt bleibt. Wir wollen nicht den Staat anstelle der Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber und Gewerkschaften setzen. Nicht der Staat soll die Eckdaten festlegen, sondern die, die von ihren Mitgliedern auch dazu gewählt sind und dazu auch die Vollmacht haben. Dritter Komplex, Finanztransaktionssteuer. Wir haben ja damals einen Pakt zwischen Bundesregierung und der Fraktion geschlossen, in dem einige Vorgaben klar vereinbart wurden. Dazu gehört keine Mehrbelastung für Kleinsparer. Dazu gehört, die Altersvorsorge der Bürgerinnen und Bürger dürfen nicht zusätzlich belastet werden. Auch für die Realwirtschaft keine Zusatzbelastung und keine Standortverlagerung von Finanzinstitutionen aus Deutschland heraus an anderen Standorten. Und das sind die spannenden Fragen. Wir stehen zu dem Grundsatzbeschluss, den wir damals treffen müssten. Sie wissen ja, zum Fiskalpakt, um ihn, und es hing an Deutschland, auf die Schiene zu bringen, mussten wir die Verfassung ändern, das Grundgesetz ändern. Dazu brauchten wir eine Zweidrittelmehrheit. Deshalb mussten wir uns mit der Opposition, mit SPD und Grünen einigen, damit man Reglement hinbekommt. Aber die von mir genannten eben 4 Randbedingungen sind eben auch Bestandteil des Arrangements, was man damals getroffen hat. Und die gilt es jetzt auch sicherzustellen, dass genau das auch eingehalten wird. Insofern ist, was Frau Nahles sagt, Wortbruch völlig daneben. Wir befinden uns exakt im Rahmen dessen, was vereinbart wurde. Aber kann ich nur den einen Teil nehmen, muss auch den anderen Teil der Vereinbarung genauso respektieren. Das ist ein fairer Umgang von getroffenen Vereinbarungen. Und darum geht es. Nächster Punkt, den wir heute auch diskutieren werden, ist das Stichwort der Strompreisbremse. Ich finde es sehr gut, dass die beiden Kernressorts, die damit befasst sind, der Energieminister, der ist der Bundeswirtschaftsminister,
und der Umweltminister, der für die regenerative Energien zuständig ist, einen Weg aufgezeigt haben, dass wir nicht zu weiteren Erhöhungen kommen. Das ist nicht die Entlastung, die wir bräuchten. Das ist noch nicht der Umbau des Energieeinspeisungsgesetzes, der meines Erachtens noch erfolgen muss. Das wird man in der umfassenden Art in dieser Periode nicht mehr hinkriegen. Wir wollen ja ein Mengenmodell, in dem man technologieoffen, standortoffen die Produktion der regenerativen Stromversorgung auf den Weg bringt und damit ein Stück mehr Wirtschaftlichkeit hineinbekommt und damit Entlastung der Bürger hat. Es darf kein Verarmungsprogramm sein, es darf kein Deindustrialisierungsprogramm für Deutschland sein, aber die Einigung der beiden Minister hat im Interesse der Bürger einen Weg aufgezeigt. Nächster Komplex ist Zypern. Das beschäftigen wird heute auf der Fraktionssitzung. Wir haben die Situation, dass Zypern im letzten Jahr bereits Antrag gestellt hat, im Rahmen des ESM, des neu geschaffenen Stabilitätsmechanismus, eine Hilfestellung zu erfahren. Dort sind die Spielregeln, man braucht 80% der Stimmen. Deutschland hat 27% der Stimmrechte des ESM. Ohne Zustimmung Deutschland kann es kein Geld aus dem ESM geben. Und die Spielregeln des ESM sind klar festgelegt. Die Troika, also IWF, Europäische Zentralbank, Europäische Kommission müssen ihren Bericht vorlegen, in dem sie die Situation beschreiben und den Weg zur Lösung hin aufzeigen, nachvollziehbar, glaubwürdig aufzeigen. Und ich will insbesondere bei den anstehenden Reformen ansprechen, einmal ein völlig überdimensionierter Bankensektor auf Zypern, das muss konsolidiert werden. Das Problem der Geldwäsche muss angepackt werden. Hier müssen die international üblichen Standards eben auch für Zypern gelten. Und auch die russischen Gläubiger, Investoren sollten sich an der Rettung beteiligen. Sie sind ja auch entscheidend mit betroffen. Deshalb ist hier dieser Bericht abzuwarten. So wie die Situation sich bisher darstellt, sehe ich die Mehrheit für eine solche Maßnahme nicht. Aber entscheidend wird sein, wie wir weiter die Entwicklung sehen nach dem Bericht der Troika. Ich sage noch mal, aus heutiger Sicht, was ich bisher sehe, reicht es mir nicht für eine Beschlussfassung. Dann ist das Thema doppelte Staatsbürgerschaft jetzt in den letzten Tagen in die Diskussion gekommen. Wir sollten uns das Quotenmodell, die Quotenregelung genau ansehen. Das darf nicht Gegenstand primär ideologischer Diskussion sein. Deshalb plädiere ich für eine ideologische Abrüstung. Wir müssen es schaffen, dass wir gut ausgebildete Menschen für Deutschland gewinnen können, dass sie für Deutschland entscheiden. Innerhalb der EU haben wir das Phänomen doppelter Staatsbürgerschaft. Dort ist es auch kein Problem. Deshalb muss man in aller Ruhe überlegen, ob es ein Instrument sein kann, das, was wir wollen, nämlich qualifizierte junge Arbeitskräfte auch für Deutschland stärker zu interessieren, zu erreichen. Entscheidend ist nicht, ob einer zwei Pässe hat. Entscheidend ist, ob er sich für Deutschland auch innerlich klar entscheidet. Qualifizierte Zuwanderung ist die Voraussetzung, um Wohlstand zu halten in Deutschland und ihn weiter auszubauen. Das sind die Kernpunkte, die heute sicherlich die Diskussion bestimmen werden. Also es ist ein Beschluss, der in die Richtung geht, was die Haltung der FDP seit langem ist. Wir fordern ja auch aus guten Gründen in unseren Parteiprogrammen eine Gleichstellung, auch gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften, auch steuerlich. Das ist bisher nicht umsetzbar gewesen, auch in der Koalition. Und das ist für mich ein weiterer Stein in der Entwicklung hin, dass es hier zum Abbau von Benachteiligung kommt. Insofern kann ich die Gerichtsentscheidung nur begrüßen. Ich kann mir das schon vorstellen, zumal wir einig sind in der Ablehnung des flächendeckenden Gesetzes im Mindestlohn. Union wie wir. Das wollen wir beide nicht. Was die SPD betreibt dort und was die Linken machen, die Gewerkschaften machen, das wollen wir nicht. Und ich habe bewusst darauf hingewiesen, dass es eine Fülle von Branchen es ja schon Regelungen gibt. Und das Entscheidende ist immer, dass man Menschen hilft in der Situation dabei. Und wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis und werden auch die
Gespräche miteinander vertrauensvoll fortführen. Aber das Ergebnis von Gesprächen kennt man nicht im Beginn oder beim Zwischenstand, sondern am Ende der Gespräche. Herr Gerd, das ist ein sehr komplexes Thema. Für mich ist eigentlich auch sehr entscheidend das Thema Mindesteinkommen, weil Sie sagen, davon leben zu können. Mindesteinkommen ist was anderes als ein Mindestlohn, weil auch die These mit einzubeziehen ist, es ist besser, durch einen Job, sagen wir, 2/3 dessen, was man als Mindesteinkommen braucht, selbst zu verdienen und nur 1/3 über Sozialtransfer zu haben. Das ist auch ein Aspekt, der man mit einbeziehen muss. Aber es gibt eine Fülle von Themen, die hier zusammenfließen. Entscheidend ist am Schluss, eine sachgerechte Position hat und dass es nicht ein Gegenstandthema wird, nur von Ideologien, die man mit Trans herumträgt und den Betroffenen dann am Schluss nicht helfen. Denn das ist ja die Gefahr, wenn man das ideologisch überfrachtet und das nur als Wahlkampfmunition benutzt und nicht die oberste Messlatte hat, betroffene Menschen helfen zu wollen, dass es dann in die falsche Richtung geht.